Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft Together. Yeah! Ja. Ja. Mein neues Haus steht. In der letzten Folge wurde es ja gezeigt. Und ja, ich habe mir gerade gedacht, ja, fange ich doch schon mal ein bisschen mit der Beleuchtung an. Und da habe ich mir schon ein paar Glowstone-Lamps gemacht. Um das hier ein bisschen zu ausleuchten. Hier kommt noch ein drittes Bett hin. Das habe ich deswegen gemacht, damit ja, links und rechts der Abstand gleich ist. Ja, habe ich halt eine große Spielwiese. habe ich auch nichts dagegen. Und ja, jetzt stehe ich allerdings vor einem kleinen Problem. Hier habe ich schon mal... es ist ganz schön dunkel hier, fällt mir gerade auf. Hier oben habe ich schon mal so weit ausgegraben, wo die Leitungen liegen. Doch jetzt stehe ich so weit von dem Problem, dass ich erstmal Video Settings, oh, Brightness ist schon ganz hoch. Machen mal hier eine Fackel. Dass ich nicht weiß, wie ich es anschließen soll. Denn ich muss ja irgendwie die Redstone-Leitung nach oben bekommen. Und ich habe jetzt eigentlich noch keine Möglichkeit gefunden, da irgendwo die Redstone-Leitung zu verstecken. Das Ganze ist so, ich möchte den Raum hier extra haben. Hier habe ich so dabei. Und den Raum und den kompletten unteren Stockwerk möchte ich zusammengeschlossen haben, damit es quasi mit einem Lichtschalter betätigt ist. Hier weiß ich noch nicht genau, wo ich die Glowstones-Laternen hinpacke, aber das ja, kommt auch noch. Nur jetzt habe ich eben das Problem, ich weiß nicht, wie ich eine Redstone-Leitung nach oben legen soll. Ich habe nirgendwo eine Möglichkeit, dass ich sie irgendwo gut in der Wand verstecken kann. Zumindest, weil ich jetzt das am Anfang mal gesehen habe. Denn zuerst habe ich mir gedacht, vielleicht dahinter. Aber dahinter befindet sich dann schon die weiße Wolle. Und das ist sichtbar. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wie ich das am blödsten mache. Vielleicht irgendwo eine Ecke einfach noch was dazu basteln. Und dann müsste es gehen. Zum Beispiel schauen wir mal, was das da... okay, das ist die Rückseite von der Dusche. Ich muss irgendwo die Wand quasi verdreifachen oder so. Entweder ich mach's da hinten, weil es da eh wurscht ist. Das heißt, hier Redstone-Leitung nach oben. Und da zumachen. Irgendwie so. Ja, ich glaube, so mache ich's. Aber kommen wir dann hier unten? Ja, wären wir dann da hinten, dann würden wir hier rauskommen. Das könnte man auch noch gut verstecken. Müsste man halt die Itemframes um eins nach links setzen oder da hinten ein paar. Oder um die Ecke dann quasi. Und dann könnte man schön unterirdisch komplett laufen lassen. An diese Decke komme ich von da dann ran? Ich glaube schon. Ja, wir sehen es dann gleich wieder und dann sehen wir es. So, und zwischendurch haben wir gedacht, machen wir mal kurz einen kleinen Enchant. Wow. Ich sollte die Welt ein bisschen länger laden lassen. Wir kommen schon durch schon. Ja, ein kleiner Enchant. Ich war gerade ein bisschen Gold farmen. Und jetzt haben wir nichts zum Enchanten da. Das ganze Zeug liegt, glaube ich, noch oben. Sofort Messer. werden wir hier kurz ein Level 30 Enchant wieder auf irgendwas machen. Diamanten müssten noch da sein. Was brauchen wir denn? Wir bräuchten eine Schaufel. Ne, wir hatten jetzt eine Schaufel mit einem Breaking 3, Fortune 2 und Efficiency 3. Ich möchte eine Efficiency 4 und Fortune 3. Probieren wir mal mit den beiden. Ich bin voll überladen hier. Weg mit dem Scheiß. Wobei, wir können es so machen. Zack. Genau. Dann legen wir die Diamanten, na, die nehmen wir mit von unten. Packen wir die kurz unten hin. Den ganzen Schrott hier. Könnten wir mal alles wegschmeißen hier. Aber man kann ja nie wissen. Jetzt komme ich in die Kiste nicht hin.
Die soll eigentlich nicht aufbleiben. So. Momentan ist das Licht aus, das ist eigentlich falsch. So, das Zeug hier rein. Den Scheiß dabei einfach mal da weg. So, und eigentlich möchte ich ja schauen, dass wir eine... Die da... Wow. Kostet 23, einfach nur, damit es gleich bleibt. Too expensive. Umgedreht auch. Okay, da ist zu viel Zeug drauf. Schade. Dann werden wir den Level 30 Enchant einfach auf eine neue Schaufel setzen. Zack und zack. Haben wir irgendwo eine Werkbank? Da ist eine Werkbank. Wir müssen noch Werkbänke einbauen in unser System. Ist noch nicht wirklich gut ausgestattet mit Werkbenches. Efficiency 4, Fortune 3 und Unbreaking 3. Ist jetzt genau das gleiche wie das da, oder? Ne. Fortune 3, Efficiency 4. Efficiency 4, Fortune 3, Unbreaking 3. Okay. Das ist richtig gut, die Schaufel. Gut. Dann werde ich mal kurz mit Messer skypen und ja, ein bisschen weiterbauen. Bis gleich. Gelöscht haben. Okay. Ja, und das sind 200, die in irgendeiner anderen Farm fehlen, weißt du? Ja. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass TRs Farm natürlich auch scheiße ist, aber... Wenn, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier wäre und jemand wäre bei der Gerät, ja, dann wäre das zum Beispiel nicht der Fall. Weil der Gerät läuft trotzdem flüssig. Das stimmt, ja. Ja, aber, warte mal, sprint mal. Ich spreche mal kurz im Teamspeak, ja? Okay. Hi! Oh. Hi! Du Zongpen, habt ihr vielleicht eine Ahnung, wie tief Hexen fallen müssen? Ich hab die jetzt schon 30 Blöcke und die sterben trotzdem nicht. Bei Edgar funktioniert's ja auch. Und wie gesagt, jetzt bei mir fallen die jetzt schon fast schon über 30 Blöcke und die sterben einfach nicht, die Viecher. Offense. Oh, stimmt, jetzt wo du sagst, das hat Edgar ja auch. Oh, okay, gut. Dankeschön. Oh, Fans. Ich bin so blöd. Edgar hat doch unten drunter Fans. Oh, siehst du, dann brauchen wir gar keinen Crusher. Ich geh mal gerade noch... Ich geh mal kurz oben gucken, was ich da noch alles hab. Jetzt wäre es ganz gut, wenn du nicht den Hebel drückst. Hast du gesehen, was ich dir eingebaut habe? Nee. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben, um Fans zu holen. Okay. Oder zu gucken, ob ich hier oben Fans habe. Ach, toll, ich habe aber Holz. Ich habe Pistons. Ich baue hier unten dabei ein paar ab. Ach so, du hast Diamanten dahin gesetzt? Einen. Ah, ja, ja. Ich dachte schon, huh, wie komm ich denn zu der Ehre, dass auf der Höhe Diamant ist? Oh. Scheiße. Alter! Ist hier wirklich hier? Hier muss doch ein Admin unterwegs sein. Und uns das Leben zur Hölle zu machen. Ups. Achtung, die sind da gerade im freien Lauf. Einzaun. Brauchst noch und dann wieder Wasser. Ja. Hast du einen Zaun? Ich muss erstmal hier, warte. Crafting Table. Ich hab schon einen. So. Also. Warte mal, dann fallen die runter. Und sterben normalerweise gleich. Ja, warte mal, geh mal da raus. Dann sollen die bis hierhin fallen.
Stehst jetzt hier. Du Muss stehst da drin, dann aber auch einer sein, oder? Hier. Müsste. Ups. Hier müsste auch ein Zaun sein. Nö. Doch, weil hier kommen ja auch noch welche runter. Die sterben doch. Ja, nur auf Zäunen. Ja, aber die sterben doch da oben dann. Ja, aber hier ist ja auch noch ein Schacht, wo sie runterfahren können, oder? Wenn du nach oben schaust. Ach so, nee, da soll ja dann auch noch hin. Geh mal kurz da raus. Steht im Weg. Ja, dann so ein Schattenmuster. Warte, ich esse dann kein Wasser mehr. Oh, hast du noch ein Eimer Wasser dabei? Ja, sicher doch. Warte mal, dann müssen wir das nicht so. Ich brauche dann aber jetzt erstmal. Jetzt komm ich nicht mehr raus, ey. Brauch ich noch, einmal Schilder. So. Oh. Ich backe in einem Zaun. Nein! Boah. Alter. So, warte, jetzt machen wir ein. Was hast du vor? Ich bin am überlegen. Eigentlich bräuchte ich jetzt einen Eisblock. Dann könnte ich nämlich hier einen Eisblock hinsetzen. Hier das Schild und dann hier nochmal Neuwasser. Und hier dann ein Schild. Weißt du? Ich gehe mal gerade ein Eisblock. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Vor allem die Items doch nicht dann. Weil die Zäune sind ja höher. Bleiben die Items dann nicht stecken dann? Ja gut, das kann natürlich sein. Ja, wenn ich dann müssen wir es. Dann müssen wir es jetzt eben so lassen. Dann machen wir da eben wieder einen Zaun jetzt hin unter das Schild. Boah, hier oben ist Party. Hier, da sind 20 Dinger drin. Von Schexen. Dann lassen wir die doch mal runterkommen hier. Warte noch nicht! Ups. Die ist von alleine runtergefallen. Aber irgendwie tun die mir gar nichts, kann das sein? Nee, die Tränke funktionieren nicht. Warum nicht? Weiß nicht. Ist nicht. Nein, ist. Ups. Hier, so, und jetzt nochmal neues Wasser. Müssen wir nicht das Schild wegtun? Nein. Sicher? Ja, mach das Schild, mach das Wasser dahinter. Damit das bis hier hinten hinreicht. Genau, und dann fallen die da runter. Ja, die sterben ja, oder? Und dann verlieren sie ja die Items. Dann bleiben ja die Items da vorne liegen. Nein. Das Wasser. Ja, na. War ich das? Ja. Das war's. Reparier's. Mach einfach zwei Blöcke rein. Ist egal. Einfach nur zwei Blöcke reinsetzen. Wo ist mein Eimer hin? Der ist weg. Ich glaube, der ist zu drin. Hast du den zufällig? Ich hab den, ja. Ich hab's gerade gesehen. Warte mal, das müsste doch auch mal. Geh mal kurz da raus und mach mal das Loch zu. Nee, siehst du, weil dann schwimmt das Wasser nämlich hier zurück. Ja, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Weil ja die Items da nicht schnell genug sind. Schmeiß mal ein Item hinten hin und schau, ob's vorbeikommt. Ich glaube, dass die dann alle da in der Mitte hängen bleiben. Ja. Das ist schon klar, deswegen habe ich ja gesagt, als, ja. Das Einzige, was wir machen könnten, einfach das Ganze zweistufig. Mal einfach hier ein Schild hin, genau. Und dann gehen wir einfach hier eins weiter runter. Ja, oder so. Genau, dann setzen wir hier. Genau, die Zäune hin. Hm?
Nimm mal ein Schild von den beiden mit, das obere. Ja, nimm das mal mit. So, ich tickse. Egal. Da war ein Trank dabei. Ha! Ich bin eh voll. Noch eins. Nee. Oh, ich hab eins. Ich hab eins Schild, wenn es zurückgesetzt. Wo ist mein Schild jetzt hin? Das hab ich jetzt. Und setz das mal hier hin, in den Block. Oh, in dem ich gerade aufgebaut habe. Genau. So, dann fallen die zwei T. So. Ah, nee. Wie oft passiert denn hier auf dem Server irgendwie sowas? Nein, okay. So. Das war schon, das muss ich so. Ey! Ja, das war noch zu früh, sorry. Das ist noch zugemacht werden. So, und dann. So. Und dann landen die hier drin. Das nicht mehr zu machen. Und dann so. Ja. So. Jetzt ist es richtig. Und jetzt funktioniert, meinst du? Aber wir sind zu weit weg, oder? Der Block vor dir muss noch weg. Ja, komm. Wenn du nicht immer da drin stehen würdest. Bist schon du. Soll ich mal drücken? Hab ich grad schon. Und kommen welche? Ich schau mal nach oben. Nicht geschafft. Aber ein paar sind weg. Oder kleiner geworden. Boah, ist ja schlimmer wie gegen Wither zu kämpfen. In letzter Zeit hab, in den letzten zwei Tagen habe ich dann eben immer hier ausgeholt und so, weißt du? Ja. Und in der Zeit sind die dann oben schön gespawnt und habe ich zwischendurch auf das Schild geklickt, habe zwischendurch dann wieder weggefarmt. Ich hab das Gefühl, da oben ist es zu hell. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Ja, oben, wo die spawnen. Ist das entweder zu hell oder... Ich weiß es nicht. Irgendwas ist auf jeden Fall nicht richtig. Ja, hier ist es eindeutig zu hell. Hier oben sind bestimmt 30. Kannst du mal bitte gerade auf den Knopf drücken? Auf den, ja, da oben wäre aber auch ein Knopf, gell? Ich habe oben extra noch an der Seite, wo die anderen rauskommen, habe ich noch einen Knopf hingemacht. Dass man es von oben auch betätigen könnte. Aber ich... Ah ja, warte. Jetzt noch nicht klicken. Sag Bescheid, wenn da ein Knopf ist. Oh, da ist eine Hexe ausgebrochen. Hast du da wieder zugemacht? Nee, du hast nicht zugemacht. Nein! Hexenangriff. So, versucht. So. Ich hab gedrückt. Passiert nix. Gar nichts passiert. Es passiert überhaupt nichts. Slime-Invasion. Uiuiui. Ich glaube, ich sterbe hier noch. Oh oh, alles ist eingefroren, das ist nicht gut. Ist bei dir gerade auch alles eingefroren? Nee. Ich habe Angst, dass sie gleich voll auf mich zulaufen.
Ich bin gerade hier ein bisschen das Wasser am Wegmachen hier oben. Das geht mir auf den Sack. Dann leuchte ich lieber aus, als dass ich hier das ganze Wasser immer stehen habe. Ach du Scheiße. F340 Stück oder so, zeig's mir an. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur Slimes sind. Wow, scheiße, nicht in Loch fallen. So. Hat Spaß da unten, ja? Mhm. Okay. Sind sie alle in einem Loch gefangen. Auch eine gute Idee. Und dann nachher nur eine Instant Damage Potion rein am besten. Das habe ich vor, ja. Wenn sie jetzt mal endlich alle da drin bleiben würden. Ich glaube, die sterben davon alleine schon. Ich hau jetzt einfach mal eine Instant Damage rein. Noch eine. Flop. Wow. XP's. Hier flackern Slimebälle rum. Richtig eine Spur hinterlassen. Oh, guck mal, da liegt ein Enderpearl unterhalb von mir. Unterhalb von dir? Mhm. Ah, da drüben bist du. Da Level 32. Da liegt eine Enderpearl. Doofer Slime. Wie du saugst meine Ender-Chest ein. Hier kommen wir, hier retten wir. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5... 5 Stacks und 62 Slimebälle. Scheiße. Ich will noch 2 Slimebälle haben. 2 Slimebälle! Ich glaube, du wirst noch mehr bekommen. Von ist ein Creeper. Oh, ich mach wieder so eine lustige Creeper. Bing! Pow! Da kannst du dich den ganzen Tag mit beschäftigen. Ja, das könnte durchaus möglich sein. Ich sehe die Enderperle irgendwo, oder? Da ist sie ja. Was schmeiß ich weg? Was schmeiß ich weg? Zucker. Und ich habe jetzt genau 5 Stacks. Ja. Yay. Und ich bin Level 32 und fast tot. Das ist schlecht. Mhm. Ich glaube, ich geh mal kurz enchanten. Oh, ich repariere was. Meine Silk Touch? Nee. Oh, jetzt sind meine Schuhe kaputt. Nein! Komplett? Ja. Weg? Ja. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe noch irgendwo... Feather Falling und Protection habe ich noch oben, glaube ich. Schauen wir mal. Wehe, wenn nicht. Das und das und das. Yay, Protection 3 und Feather Falling 4. Oh, die sind auch gut. Was habe ich noch für einen Helm? Aqua Infinity 1 und Fire Protection 3 und Aqua Infinity 1 und Protection 3. Du wirst mich auch immer übertrumpfen, ne? Mhm. So. Ich glaube, ich mache mir eine Efficiency 5 Axt.
Aber reichen da 32 Level? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, ne. 36 über. Hier werden auch noch Schuhe. Ich enchante die Schuhe. Und Eigentlich musst du dann... das jetzt aufnehmen. Ich bin gerade dabei. Ich Wie will lange jetzt... nimmst du schon wieder? Ey, das ist unglaublich, ne? Du nimmst alles auf. Man weiß ja nie. Vielleicht kann man es noch brauchen. So, die Wie Schuhe lange rein. nimmst du Level jetzt schon wieder 30. auf? Protection 4 Schuhe. Wenn man so sticht. Ja, durchaus eine Weile.